Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie man dieses tolle Muster zerstrickt, dann bleibt gerne dran. Das nennt sich kleines Hebemaschenmuster und ich bin total begeistert davon. Das sieht total schön aus und geht auch richtig einfach. Es ist nur mit rechten Maschen gestrickt und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Was man sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Muster liegt oder an der Wolle, die ist sehr dünn. Ich habe die einfach irgendwo im Sommer irgendwo im Rewe gekauft. War vielleicht auch nicht ganz so die beste Idee von mir, muss ich ja zugeben. Ja, ansonsten, es geht schwer über den Fuß. Wie gesagt, das kann an dem Muster liegen, weil das auch sehr stramm gestrickt ist. Hier oben das Bündchen, das kann ich weiten bis sonst wohin. Aber hier, das ist dann schon sehr eng. Aber es passt. Sieht doch sehr klein aus. Ist Größe 39. So, dann fangen wir mal an. Ich habe wie immer schon, oh, komm her, mein Bündchen gestrickt. Ich nehme diesmal wieder das Crazy Trio. Diesmal in Metall. Ich komme damit immer noch nicht besser klar. Also, naja, das habe ich ja beim letzten Mal bei den Bananensocken schon erklärt. Also ich mache jetzt diese Socken noch fertig damit, weil ich den ersten angefangen habe damit. Und dann bin ich, glaube ich, durch mit dem Nadelspiel. Ja, also wir fangen dann mal an. Das könnt ihr mit eurem Nadelspiel genauso stricken wie hiermit. Ich finde es hiermit nur einfacher, weil man hier weniger Wechsel hat dazwischen. Also ich finde es halt für Muster schöner zu stricken, weil man dann halt auch die Seite mit der Ferse strickt und die Seite ohne der Ferse. Man weiß halt genau, auf welcher Seite man gerade ist. Das hat man halt bei einem Nadelspiel nicht so. So, dann fangen wir mal an. So, das Muster geht total einfach. Ich zeige es euch nochmal. Hier ist es. Wir stricken jetzt zwei Runden lang. Auch den richtigen Faden, jo. Zwei Runden lang, ganz einfach. Oh. Rechts, da seid ihr. Moment, ich komme mal von hinten rum. Ui. Beruhig dich. Also wir stricken rechts. Rechts und heben die dritte Masche einfach ab. Und dann geht es weiter. Wir stricken rechts, diese Nägel, ne? Also am Dienstag kommen sie ab, endlich. Rechts und die dritte Masche einfach abheben. Und so geht es die ganze Reihe weiter. Rechts, rechts, die dritte abheben. Rechts, rechts, die dritte Masche abheben. Rechts, rechts, abheben. Rechts, rechts, heben. Und so weiter. Rechts, rechts. Und einfach abheben, die Masche. Nichts damit machen. Einfach nur abheben. Und wieder rechts, rechts, abheben. Rechts, rechts, abheben. Rechts, rechts, abheben. Jetzt haben wir eine Masche über. Weiß ich auch nicht, was damit los ist. Wie das kommt. Wir uns da irgendwo vertan haben. Ja, das macht ihr jetzt zwei Runden rum und dann ändert sich das und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt eine Runde rumgestrickt und ihr erkennt die abgehobenen Maschen, die liegen hier so lose drauf. Das könnt ihr ganz gut sehen. Immer diese hier. Die stechen so ein bisschen hervor. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich falsch gezählt habe. Ich habe insgesamt
zwar eine passende Maschenanzahl, also ich habe 60, weil ich ja Größe 39 stricke, aber auf der Nadel 31, auf der nur 29. Deshalb komme ich durcheinander, aber das behebe ich jetzt mal, dass das wieder gerade ist. Das sollte bei euch natürlich nicht sein. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Also man erkennt die Maschen. Das sind immer die, die hier so rausstechen, ne? Die einfach nur abgehoben sind. Das haben wir jetzt, wie gesagt, zwei Reihen durchgemacht. Zwei stricken, die dritte abheben. Und jetzt stricken wir über alles einfach rechts drüber. Und dann war es das auch schon. So einfach geht das Hebemaschenmuster. So, und wir stricken jetzt einfach nur rechte Maschen. Jetzt gucke ich hier durch den Bildschirm, das sieht ja lustig aus. Die ganze Reihe einfach nur rechts. Diese, die sind immer ein bisschen schwerer. Was heißt schwerer? Weil die immer gerne von der Nadel rutschen. Aber da, das seht ihr dann schon, wenn ihr ein paar Runden gestrickt habt. Wenn ihr natürlich so Garn habt wie ich hier, das gerne auseinander geht. Ja. Hätte man vielleicht nicht beim Rewe kaufen sollen, ne? So, und das Ganze macht ihr jetzt so hoch, bis ihr eure Ferse strickt. Wir stricken gleich noch mal zusammen. Ich stricke erstmal die eine Runde rechts ab. Einfach wie vorhin weiter mit dem Rapport. Also ich habe jetzt meine Runde rechts rum gestrickt und wir stricken dann ganz einfach wieder zwei Reihen rechts, rechts abheben, rechts, rechts abheben, rechts, rechts abheben. So, ich mache das gerade mal fertig. Rechts abheben. Hier vorsticht, das kann man hier besser sehen. Und wie gesagt, das macht ihr jetzt so lange, wie ihr das mögt. Also ich gucke immer so, wie dick ist das Garn? Als was möchte ich den Socken tragen? Ist das eher ein Sneaker? Ist das eher einer für zu Hause? Oder je nachdem wofür. So hoch stricke ich das dann und dann stricke ich die Ferse und dann halt ab der Ferse ganz normal die Länge. Das sind ja für eine Größe 39, 20 cm von da hinten an. Und dann wird ganz normal die Spitze gestrickt. Wie ich das Bündchen gestrickt habe und wie ich die Spitze und die Ferse stricke, das ist alles unten drunter verlinkt, beziehungsweise hier oben drüber irgendwo. Würde mich freuen, wenn ihr da auch vorbeiguckt. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, gerne den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, das hat euch mal so gefallen, dass ich hier anders saß. Ich probiere mich da immer noch so ein bisschen aus, weil ich noch nicht so die richtige Position beim Stricken gefunden habe, wenn ich euch das zeige. Ich weiß, das ist immer ein bisschen blöd, aber ja, irgendwann finden wir es noch.
So, dann würde ich sagen, ihr wisst, gerne Daumen nach oben, Abo dalassen und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao!